Wie macht man effektive Prozesse und wie geht das mit Workflows und Automation? Das Zusammenspiel von Prozessen, Workflows und Automatisierung ist nicht immer ganz klar, schon weil es bei den Begriffen Prozess und Workflow ganz viel Irritation gibt. Ebenso bei effektiv und effizient. Um Ihnen es so möglichst klar und verständlich zu erläutern, habe ich mir ein Beispiel ausgedacht, bei dem alle Begriffe wie Prozess im Gegensatz zum Workflow und Automatisierung, Prozesseffektivität und Prozesseffizienz erklärt werden. Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Die Begriffe Prozess und Workflow sind immer ziemlich abstrakt und werden nicht sauber voneinander getrennt verwendet. Sie bezeichnen nämlich inhaltlich unterschiedliche Dinge, werden aber oft synonym verwendet. Und das stiftet dann eigentlich immer Verwirrung. Damit das klarer und verständlicher wird, nehme ich ein Beispiel, das so ziemlich jeder kennen dürfte, beziehungsweise was wirklich jedem eingängig ist. Wir backen einen Kuchen. Da haben wir alles dabei. Prozess, Workflow, Automatisierung, Effektivität und Effizienz. Wenn Sie ein typisches Backbuch aufschlagen, dann besteht Ihr Kuchenrezept aus verschiedenen Abschnitten. Zunächst eine schöne Abbildung des fertigen Kuchens. Vielleicht goldgelb mit ein bisschen Puderzucker drüber. Sofort so zum Reinbeißen, Sie wissen schon. Dieses Bild ist also nichts anderes als ein Standard. Also eine Vorgabe, wie das Endprodukt des Prozesses Marmorkuchenbacken am Ende auszusehen hat. Wenn der Prozess wirklich effektiv war, das heißt also, sein Ziel erreicht hat. Der Prozess ist effektiv, wenn er den gewünschten Output, das beabsichtigte Produkt, gemäß Spezifikation erzeugt. Im Kuchenbeispiel war die Spezifikation das Bild des Kuchens. Jetzt überlegen Sie sich mal, ob Sie für alle Ihre Prozesse das gewünschte Ergebnis, also den Output, hinreichend genau festgelegt, also spezifiziert haben. Oder ob es nicht in vielen Fällen ein ungefähr so, aber so ganz genau weiß man das noch nicht. Wie wollen Sie denn die Effektivität des Prozesses beobachten? Oder gar verbessern, wenn unklar ist, was hinten am Ende dabei rauskommen soll. Ich habe in den letzten Jahren Abertausende von modellierten Prozessen gesehen, die als Ergebnis etwas hatten, was aber völlig unspezifisch war. Übertragen auf das Kuchenbeispiel gäbe es bei einem typisch ungenauen Ergebnisspezifikation nur einen Text, in dem steht, am Ende haben Sie etwas, was aussieht wie ein Kuchen. Das könnte also auch ein Sandkuchen aus der Sandkiste der Kinder sein. In einem Backbuch wäre das natürlich völlig undenkbar. Im Unternehmen aber ist es oft ganz normal und vor allem viel zu oft völlig akzeptiert. Denken Sie da mal drüber nach. Zum Thema Standards habe ich ein Video erstellt. Schauen Sie da mal gerne mit rein. Standards sind nicht so schlimm, wie es immer heißt. Vor allem sind es nicht nur einengende Korsetts, sondern sie helfen vor allem den Mitarbeitern, sich zu orientieren. Der zweite Abschnitt in Ihrem Backbuch enthält die Zutatenliste, also die Mengenangaben von Buttern, Eiern, Mehl, Milch und so weiter. Das sind prozessual gesehen Ihre Inputs. In einem Backrezept sind die Inputs auf einem recht guten Niveau beschrieben, wenn es auch hier immer wieder Interpretationsspielraum gibt, die das Prozessergebnis in seiner Qualität beeinflusst. Eier werden stückweise angegeben, können aber in der Größe natürlich stark variieren. Man könnte aber angeben, zum Beispiel, das wäre vielleicht ein Verbesserungsvorschlag, Eier, deren Gesamtgewicht vor dem Aufschlagen bei 225 Gramm liegt. Dann könnte man entweder 4 größere Eier nehmen oder vielleicht 5 kleinere Eier, aber das Gesamtgewicht passt ungefähr. Der Punkt ist aber, bei Rezepten sind die Inputs doch recht genau festgelegt. Jetzt denken Sie mal an Ihre eigenen Prozesse in Ihrem Unternehmen. Haben Sie tatsächlich alle Inputs mit angegeben? Speziell, wenn es sich um digitale Inputs wie Dokumente, Dateien oder Daten handelt. Der dritte Abschnitt in einem Backbuch ist dann die Verfahrensvorschrift, wie Sie Schritt für Schritt, was Sie da zu tun haben, damit am Ende ein Marmorkuchen als Ergebnis produziert wurde. Geben Sie also Milch und Butter und Mehl und Zucker in eine Rührschüssel und vermengen Sie alles zu einem homogenen Teig und so weiter. Wir alle kennen diese Backrezepte. Also bei einem Kuchenrezept haben wir die Inputs, wir haben die Vorgehensweise und wir haben den Output. Das ist soweit alles geklärt. Das ist Ihr Prozess. Und wenn Sie sich an den Prozess halten, kommt mehr oder weniger immer der gleiche Kuchen in ähnlicher Qualität am Ende raus. Der Prozess ist also effektiv. Was ist jetzt der Workflow? Der Workflow ist die Unterstützung beim Durchlaufen des Prozesses. Das kann analog sein mittels Checkliste oder sehr stark digital unterstützt, zum Beispiel im Rahmen von Transaktionen und deren Userführung in einem ERP-System. Im Rezept steht, vermischen Sie zimmerwarme Butter und Eier mit Mehl, Zucker und Milch. Im Rezept steht nicht, gehen Sie 2 Stunden vorher zum Kühlschrank
und stellen Sie die Butter und die Eier in die Küche, bis diese zimmerwarm sind? Genau das ist nämlich der Unterschied zwischen einem Workflow und einem Prozess. Sie müssen sich um die Benutzerführung schon selbst kümmern. Ob Sie alle Zutaten und Geräte wie Schüsseln etc. vor Start des Prozesses in Griffweite bereitstellen oder während des Kuchenbackens erst zusammensuchen und dafür 20 Mal durch die Küche laufen und alles verkleckern, das ist natürlich eine Frage des Workflows und nicht des Prozesses. Ob Sie sich eine Hilfestellung wie eine Checkliste zusammenbauen und nach einer Unterbrechung, zum Beispiel der Paketdienst hat geklingelt, dann vielleicht noch nachdenken müssen, ob Sie den Vanillezucker schon im Teig drin haben oder eben auch nicht. Und auch unter der Gefahr, dass Sie sich täuschen und der Kuchen dann eben nicht so gut schmeckt, auch das ist alles eine Frage des Workflows. Mit einem Workflow wird der Prozess leichter ausführbar. Er unterstützt den Nutzer beim Durchlaufen des Prozesses und reduziert durch die Benutzerführung Fehler im Prozess. Es wird weniger vergessen oder falsch gemacht. Ein Workflow macht dadurch die Prozesse effektiver und gelingsicherer. Jeder Mensch ist natürlich anders. Ja? Manche sind sehr vorausschauend und penibel genau, andere dafür eher hemdsärmlich und ein Stück weit pragmatischer. Also das ist jetzt keine Wertung oder irgendein Urteil, sondern einfach nur die Feststellung, es gibt unterschiedliche Charaktere und Typen. Beim Kuchenbacken würde einer von selbst auf die Idee kommen, die Zutaten rechtzeitig und vernünftig angeordnet bereitzustellen, ein anderer halt nicht. Aber beide wollen und sollen einen vernünftigen Kuchen backen. Deshalb muss der Workflow eben entgegen dem Rezept damit beginnen, die Zutaten zu temperieren, rechtzeitig bereitzustellen und nicht erst, schütten Sie alles zimmerwarme Zutaten in eine Schüssel. Oh, zimmerwarm, habe ich vergessen. Also wirklich die Mitarbeiter an die Hand nehmen. Denn der Workflow, wenn der gut gestaltet ist, dann wird der Prozess nicht nur effektiver, sondern eben auch effizienter. Weil die einzelnen Schritte und Vorgehensweise aus der Erfahrung, wie es am besten geht, vorausgedacht sind. Und auch hier ist wieder eine Rückkopplungsschleife drin. Aus dem wirklichen Durchführen des Prozesses und dem Lernen aus den Fehlern, was nicht gut funktioniert hat, entstehen dann nämlich die Workflows. Der Workflow ist dann die neue Grundlage und wird weiter optimiert. Bis dann ein stabiler Workflow steht, der ist dann wieder die Blaupause für die Anpassung des Prozessmodells. Und damit wird auch der Prozess wieder effizienter. Es braucht also weniger Ressourcen für das gleiche Ergebnis. Weniger Ressourcen im Kuchenbeispiel ist eine kürzere Durchlaufzeit von Start bis zum Ende. Wenn Sie Interesse an einer einfachen und flexiblen Workflow-Lösung haben und ein Fallbeispiel von Prozess zum Workflow samt Prozesskennzahlen sehen wollen, dann habe ich hier ein spannendes Video. Da habe ich das mal vorgestellt, wie man Schritt für Schritt einen Prozess modelliert und dann übersetzt in Workflows. Schauen Sie da mal mit rein. Wie spielt jetzt die Automation mit rein? Sie sollen gemäß Ihrem Backbuch die Zutaten zu einem Teig verrühren. Das können Sie manuell mit der Hand machen oder Sie nehmen ein herkömmliches Handrührgerät. Das wird dann teilautomatisiert, weil Sie das Gerät nur noch halten müssen, aber die Besen sich von selbst drehen. Oder Sie haben eine professionelle Teigrührmaschine, bei der Sie die Rührdauer, die Geschwindigkeit und andere Parameter eingeben können und sich während des Rührvorgangs der Maschine zum Beispiel um das Einfetten der Backformen kümmern können. Also die Rührmaschine arbeitet in diesem Fall autonom. Das wäre also fast vollautomatisiert. Fast vollautomatisiert, weil die Rührmaschine natürlich noch mit den Zutaten beladen und dem fertigen Teig auch wieder entladen werden muss. Die teilweise oder vollständige Automatisierung zahlt massiv auf die Prozesseffizienz ein und durch die Fehlervermeidung oder auch die Prozesseffektivität. Allerdings kostet Automatisierung auch so gut wie immer eine ganze Stange Geld. Eine professionelle Rührmaschine ist wesentlich teurer als eine Handrührmaschine. Man könnte sich also fragen, ob die eingesparte Zeit es wirklich wert ist, den Business Case. In einer privaten Küche vermutlich nicht, man backt ja aus Spaß am Backen. Zeit ist da nicht so der wesentliche Faktor. In einer Konditorei sieht es natürlich wieder völlig anders aus. Da ist Zeit ein extrem wichtiger Faktor. Automatisierung im Büro. Eine automatische Speicherung von PDF-Anhängen von eingehenden E-Mails nach bestimmten Schlüsselwörtern sortiert in einem Ordner auf dem Gruppenlaufwerk ist also ohne weiteres machbar, muss aber programmiert werden. Auch das ist eine Automatisierung, die erstmal Geld kostet. Und dabei sollten Sie aber sehr sorgfältig die Kosten überlegen, die auftreten, wenn Sie es nicht automatisieren. Speziell das Nacharbeiten und Beheben von Fehlern, die man durch eine Automatisierung hätte vermeiden können, sind sehr kostspielig und wird auch oft in der Kostenbetrachtung vergessen. Und damit zur Vorgehensweise. Klären Sie Ihren Prozess mit Ihren Inputs, Outputs und wesentlichen Prozessschritten.
Überführen Sie das in einen Workflow, der den Benutzer maximal bei der Prozessdurchführung unterstützt. Automatisieren Sie im Workflow alles, was irgendwie geht, wenn Sie in einem beruflichen Kontext arbeiten und damit eine Gewinnerzielungsabsicht haben und verfolgen. Denn je früher Sie automatisieren, desto eher spielen sich die Kosten dafür wieder ein. Ein zentrales Element der Automatisierung heute ist die Anbindung von diversen Software-Systemen an diesen Workflow, damit Daten eben automatisiert übergeben werden und bestimmte Subprozesse angestoßen werden. Haben Sie Fragen zu dem Thema? Dann ab damit in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.